Es war eigentlich ein riesengroßer Zufall, weil es war halt in der Schule und ich bin gerade von der Pause reingekommen und habe nochmal auf den Vertretungsplan geguckt und dann stand ich da und dann ist eine Frau an mir vorbeigelaufen und also irgendwie hat sie auch nicht so in dieses Schulbild gepasst, habe ich mich schon gewundert und dann ist sie eben zurückgekommen und meinte, dass sie die Hauptrolle für einen Kinofilm suchen und ob ich sowas schon gemacht habe, ob ich Interesse hätte und ich war erstmal so, okay, ja. Und dann hat sie gesagt, dass ich mich melden soll und dann so bin ich dann zum ersten Casting gekommen. Also ich wusste ja nicht, wie er ist von der Art und also klar, ich habe 4 Minuten von ihm gesehen und auch ein bisschen über ihn, also geguckt, was er gemacht hat, aber ich hatte halt gar kein Bild und ich dachte, also wirklich gar kein Bild und so Regisseure dachte ich so, naja, sind so, weiß ich nicht. Und dann war ich halt wirklich sehr positiv überrascht, dass er, also arbeitet halt wirklich gut mit Schauspielern und es war sehr angenehm. Na, ich hatte in dem Moment noch gar nicht so die Vorstellung, was jetzt das eigentlich heißt und also ich hatte bis zum Tag, glaube ich, als ich wirklich an meinem ersten Drehtag, da habe ich das dann so realisiert, was jetzt passiert. Also klar, als ich nach Estland geflogen bin, dann wusste ich jetzt, ich fahre jetzt zum Dreh und mache das jetzt. Aber es war, also ich hatte noch einfach keine Vorstellung, weil ich ja gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Und es war schon was ganz Neues. Ich habe eine Coacherin bekommen und da bin ich dann, ich glaube, 4, 5, 6 Mal zu ihr hingegangen. Und dann haben wir halt über Oda geredet, wie ihre Art ist und was sie für Gewohnheiten hat. Und dann haben wir allgemein nochmal über so verschiedene, also so Körpersprachensachen geredet. Und dann haben wir halt auch angefangen, so ein, also mit manchen Szenen zu arbeiten. Und ich habe dann auch ein Tagebuch aus Odas Sicht über das ganze Drehbuch geschrieben, was ja dann auch später im Film verwendet wird. Also es wurde neu abgeschrieben und dann verwendet. Und also das hat halt wirklich auch gut geholfen, dass ich wirklich in die Rolle reingekommen bin und gemerkt habe, wie sie fühlt und denkt. Also sie hat halt ihre Mutter verloren und das war, glaube ich, somit ihre größte Bezugsperson. Und damit ist halt, also ich glaube, sie war vorher schon immer so für sich und hat ihre Gedichte geschrieben und ihre großen Dichter vergöttert schon irgendwie. Und war halt so eigentlich in ihrer eigenen Welt. Und dann kommt sie halt zu der neuen Familie und fühlt sich da so gar nicht wohl und kann sich mit denen gar nicht identifizieren. Und dann sucht sie halt so einen Ausweg und dann findet sie das halt bei Schnaps und sucht eigentlich nur nach einer Bezugsperson, die sie versteht, die sie achtet und ihr was beibringen kann, weil sie ja auch Schriftstellerin werden möchte. Und manchmal, klar, konnte ich das dann mit meinem eigenen Leben verbinden. Und manchmal war es einfach so, dass ich die Szene gelesen habe und mir vorgestellt habe, wie sie sich hätte fühlen müssen, in welcher Situation sie war und warum sie das dann macht. Also ich habe sie dann schon gut verstanden. Ich bin das erste Mal hingefahren, da war noch kein Drehtag. Da sind wir einfach mal zur Setbesichtigung hin. Und dann sind wir aber erst mal wirklich dahin gefahren, wo wir dann alle sind, wo die ganzen Container sind, wo die Maske ist und die ganzen Toiletten und alles. Und dann meinte ich so, ja, wann sehen wir es denn jetzt? Und sind wir irgendwann, also es war halt eigentlich nur so ein kleiner Weg, der ist dann da hochgegangen und dann hat man das halt alles schon gesehen. Ich bin dann so hochgerannt und hat es gesehen. Ich habe so, also es war ja riesengroß alles und dann musste ich das erstmal so realisieren und dann habe ich mir das alles angeguckt und dann war das schon sehr beeindruckend. Ich kannte halt nur so ein paar Kostüme, also nur welche vom Kostüm und die Leiterin von der Maske und halt nur Chris und also ein paar andere Leute auch noch. Aber dann kam ich das erste Mal ans Set und habe die ganzen Leute gesehen und dachte, was machen die hier alle? Und sind halt alle rumgerannt und haben irgendwas gemacht und stand ich da erstmal so, habe mir das alles erstmal angeguckt. Und also es war ganz gut, weil die ersten, ich glaube die ersten beiden Tage sogar hatten wir erstmal gar keinen Text. Da haben wir zum Beispiel die Szene in der Küche gemacht, als Paul und Oda reinkommen und den Embryo in den Schnaps packen. Und es waren halt erst diese Szenen und da konnte ich mich so langsam dran gewöhnen und dann ging es auch. Also ich, später fand ich das auch gar nicht mehr schlimm, wenn jetzt, weiß ich nicht, 50 Leute daneben stehen, wenn man jetzt in der Ecke steht und weint und gleich Finger quetschen muss. Aber es war dann, mit der Zeit wurde es dann. Wir haben vorher, also sind wir halt nochmal den Text durchgegangen, ob alles klar ist oder ob es irgendwelche Fragen noch gibt und dann haben wir das halt geprobt und gestellt, wie wir das, also klar, also auch für die Kamera und fürs Licht, aber halt auch für uns, einfach Schauspielproben. Und dann hat er halt auch gesagt, was er nicht gut findet, was er gut findet. Und dann haben wir das geprobt, dann gab es eine sozusagen Generalprobe und dann haben wir es gedreht. Was halt ganz oft war, dass er zu mir gekommen ist und gesagt hat, dass er mir das nicht glaubt, was ich gemacht habe. Und dass ihm halt wirklich das wichtig ist, dass es natürlich ist und dass man das nicht sagt, was der Text ist, sondern weil man es gerade fühlt und weil man es denkt. Und weil die Person, die man dann gerade in dem Moment ist, das so macht. Und nicht, weil da steht, ja, oder geht zum Schrank und holt sich das Huhn, sondern
dass sie das macht, weil sie sagt, sie braucht es jetzt, sie muss Schnaps helfen und das war ihm halt wichtig. Also durch Kritik lernen, die habe ich halt immer was dazugelernt und dann war das für mit Take zu Take, habe ich immer was Neues für mich gehabt, was, wo ich wusste, warum ich das besser machen kann, was, da, was daran besser ist. Also es war schon gut so. Also das erste Mal war es ganz schwierig, weil ich habe das dann halt gesehen. Also es war auf dem Bergfest, habe ich die ersten Szenen gesehen. Und dann war das die Szene, als ich geritten bin und dann auf den Friedhof komme. Und dann guckt Oda ja zum Grab. Und da hatte ich aber als letzte, also die letzte Einstellung, die wir da gemacht haben, war, dass die Kamera vor mir stand. Und dann habe ich das gesehen. Ich so, hä, wo ist denn die Kamera jetzt hin? Und so, nee, okay, andere Einstellung, alles gut. Und dann dachte man halt immer so, ja, wo sind die ganzen Dixi-Klos, wo ist das Essenszelt, wo stehen die ganzen Autos? Also es war halt alles nicht mehr drin und dann hat man halt gemerkt, dass, also da habe ich dann wirklich gemerkt, dass es jetzt wirklich eine Geschichte geworden. Also vorher war es zwar auch eine Geschichte, aber es war immer, also ich habe ja auch immer die Lampen gesehen, die Kameras gesehen, die ganzen Leute, die ganzen Essen- und Trinken-Sachen. Und da habe ich das dann wirklich das erste Mal nur die Geschichte gesehen. Und klar, ich weiß, dass ich das bin, und aber ich kann der Geschichte, also ich war total erstaunt, dass ich der Geschichte so folgen kann, weil ich dachte, eigentlich wird es total komisch, wenn ich mich immer sehe und so denke, das bin ja ich. Und dann eine Nahaufnahme, oh mein Gott. Aber eigentlich, ich sehe das irgendwie total distanziert, weil das ist jetzt auch über ein Jahr her und irgendwie ist es halt wirklich jemand anders. Und ich bin ja auch in dem Moment nicht ich und das ist dann immer so ein bisschen, also ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich sehe mich dann nicht als mich selbst, sondern halt als Oder.